Norwegen. Starker Anfang. Das stimmt, wollte ich auch gerade sagen. Richtig powerful. Jetzt hört ihr das an, das ist gut. Pau, jetzt machst du richtig uff, uff, uff. Pass auf, gleich. Ich feier die einfach. Oh, wow, ja, okay, das ist wirklich ein tolles Song. Das ist ein tolles Song. Das ist ja so ein Stampfen in diesem Refrain. Das würde bei mir zu Hause Schützenfest Hannover auch gut gespielt werden, glaube ich. Auf jeden Fall. So, und dieser Refrain, der ist natürlich teuflisch, ne? Hat man den einmal gehört, hat man den ganz lange im Ohr, das ist ein mega Ohrwurm. Die hitten mich direkt mit den Feminist-Wikinger-Vibes. Das hat auf jeden Fall mittelalterliche Anwandlungen. Würdest du es eigentlich so als Mittelalterkleidung oder als Wikingerkleidung bezeichnen? Ich würde es eher als Fantasykleidung bezeichnen. Ja, ich finde es gut, dass sie so das Game of Thrones-Ding ein bisschen ownen. Queen of Thrones. Finde ich gut, sollen sie weitermachen. Ich finde, das ist so ein typisches EC-Genre, so Mittelalter-Wikinger-Musik. Und was mich dann nur so wundert, dass Alessandra das macht. Ne? Und wer sich gefragt hat, warum sie Alessandra heißt und nicht Alexandra, weil sie Halbitalienerin ist. Und hat Italien verlassen, weil sie da sich wegen ihrer Bisexualität nicht geschätzt fühlte. Das war wichtig für sie, als sie den Song geschrieben hat. Da war sie mich auch dran beteiligt und das hat ihr so Input gegeben. Kraft, merkt man. Ist halt auch tatsächlich mal ja so ein bisschen stronger, was sie ja auch rüberbringen will, gerade halt die weibliche Personality und halt dieses Spiel dazwischen. Mir ist auch aufgefallen, interessant ist auch, der Song ist ja 20 Sekunden kürzer, glaube ich, als die mögliche Maximaldauer, also der ist ja nur 2 Minuten 40. Da hast du natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen den Zwiespalt, entweder verlängerst du irgendwie den Song, aber du musst auf alle Fälle das Ende bei diesem Song haben, weil das muss so enden. Was machst du dann? Machst du so ein Publikumsteil rein, wo sie dann in der Halle irgendwie anfangen? Feuert oder sowas. Wo ist Musik? Musik, please. Okay, help us, guys. Hop, 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 hop. Oder einfach noch mehr Haze. Ich hätte gesagt, einfach noch mehr Haze. Ich liebe die Haze im Song. Ich mag das und ich glaube, das kommt in der Halle auch richtig gut, wenn die diese Haze machen. Das kommt in der Halle auch richtig gut, wenn die diese Haze machen. Okay. Singen die eigentlich richtig gut? Sie hat eine krasse Stimme. Ja. Ja, gute Vocal Performerin. Und ich finde es aber gut, dass sie hat so eine Chair-Stimme eigentlich, finde ich. Eine Stuhlstimme? Die Sängerin. Die Chair-Knödeln hat sie irgendwie total. Sie hat halt eben auch eine sehr, sehr schöne Stimme. Das muss man ihr zugute halten. Also das hat mich am meisten beeindruckt bei dem Song, dass sie einfach richtig gut singt. Eieieiei. Wo hat sie denn den Ton rausgeholt? Oh, bisschen ein auf Ariana Grande. Ja. Das macht die auch immer, diese Whistle Notes sind das, oder? Ja. Das sind Whistle Notes, ja. Das ist extrem schwer. Ich als Peasant des Gesangs könnte das safe nicht. Das ist richtig impressive. Da prognostiziere ich ein kleines Drama. Diesen hohen Ton, den kennen wir. Meistens üben die den dann 35 Mal im Finale und dann auf der Bühne kommt nichts mehr raus. Dann ist nur noch Luft. Passt irgendwie alles nicht so richtig. Es ist alles nicht so richtig stimmig, diese ganze Geschichte. Einerseits sie, die nach Norwegen kommt, dann singt über Queen of the Kings, um ihre Bisexualität aufzuarbeiten. Das wirkt alles so unglaublich konstruiert. So, ja, wir brauchen eine Story, um den Song zu verkaufen. Das ist ja so ein bisschen auf Erfolg programmiert. Ihre eigene Persönlichkeit kommt da noch nicht allzu sehr durch. Der Song ist ein bisschen günstig produziert, finde ich. Aber ich meine, ich esse ja auch gerne Fastfood und auch das ist wahnsinnig günstig. Also ich stehe halt mega drauf. Top 10 könnte da schon drin sein. Das ist zumindest vom Publikum her, ist es, glaube ich, so eine Sache, da kann man sich gut dran erinnern. Da greift man vielleicht auch mal so zum Telefonhörer. Könnte punkten bei bestimmten Ländern, aber für mich hat es die Emotionalität nicht, was es haben müsste. Es wirkt eben immer so ein bisschen tatsächlich auch sehr auf diesen Wettbewerb zugeschnitten. Rein songtechnisch wäre es nicht unbedingt meins. Ich wüsste auch nicht, von wem es das wäre. Finde ich sehr schön. Das ist eine sehr schöne Nummer. Fällt mir jetzt jemand per se ein? Das ist ein großartiger Beitrag. Toll. Ich bin Fan. Bestimmt findet sich jemand. Auf jeden Fall sehr Girl Power. Das stimmt. Feiern wir.
Ja, check. Sehr. Für jeden Arsch gibt's auch seinen Eimer.